nicht damit rumspielen. Wer hat damit angefangen? Er. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Er. Warum habt ihr das gemacht? Die hat meine Tasche angepackt. Und darum spielt ihr jetzt mit der Farbe rum? Ich hab gesagt, du räumst das auf. Männer räumen nicht auf, Frauen können es alleine machen. Jan, sowas geht nicht. Das war nicht die erste auffällige Bemerkung des Siebenjährigen. Deshalb hat die Kunstlehrerin bereits Sozialarbeiter Johannes Tondera eingeschaltet. Für heute ist ein Treffen mit der Mutter des Nachwuchsmachos vereinbart, bei dem der Familienhelfer dabei sein soll. Ich bin Johannes Tondera, du kannst mich aber Johannes nennen. Und ich bin Sozialarbeiter, ne, und ich bin für sowas zuständig. Aber jetzt würde ich erst mal vorschlagen, wenn ihr hier alles durcheinander gebracht habt, dann könntet ihr ja auch mal zusammen aufräumen, oder? Nur Frauen räumen auf. Was? Nur Frauen räumen auf? Das habe ich ja noch nie gehört. Wie kommt das denn? Das sagt er schon seit Wochen. Habe ich in dem Alter jetzt eigentlich als Antwort nicht so erwartet. Was könnte der Grund sein? Was kann davor passiert sein, dass so ein Verhalten an den Tag gelegt wird? Ich finde immer, derjenige, der was dreckig gemacht hat, der muss auch aufräumen. Oder? Ja. Was sagst du dazu? Ja. Du sagst nein. Das ist ja merkwürdig, ne? Also, wenn das schon seit Wochen geht und so, dann bin ich ja mal gespannt, was sie... Entschuldigung, Sarah, du hast einen Termin mit Frau Offenbach. Ja, genau, richtig. Dann kannst du schon mal nach Hause gehen. Ja. Danke dir. Dann nimmst du die Marina vorne. Danke. Hallo. Hallo, Frau Lind. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hi. Frau Offenhäuser, Johannes von Lehrer mein Name. Wir wollten uns ja heute hier treffen. Du bist? Der Bruder von... Ja. Ach, hi. Also normalerweise ist ja so, dass wir uns jetzt nur mit dem Jan treffen wollten. Ja, aber er wollte unbedingt mit und ich dachte, als großer Bruder ist es nicht verkehrt, wenn er dabei ist. Oder ist es jetzt ein Problem? Also nicht verkehrt würde ich jetzt unterschreiben, aber normalerweise macht man es nicht. Aber jetzt, wo du einmal hier bist, schmeißen wir dich natürlich nicht raus. Dann machen wir mal eine Ausnahme, okay? Ja. Okay. Wieder erwarten soll sogar ausgerechnet die Anwesenheit des großen Bruders schon bald den entscheidenden Hinweis liefern, warum sich der siebenjährige Jan seit Wochen so frech und aufmüpfig verhält. Seit wann sitzen wir denn bitte so am Tisch? Das machst du doch zu Hause auch nicht. Was soll das Ganze hier? Ich verstehe es auch nicht. Es ist zu Hause wirklich ein ganz, ganz liebes Kind. Die Frage ist, gab es denn irgendwie ein besonderes Ereignis oder so, dass irgendwas zu Hause passiert ist oder in der Schule, wo man dann irgendwie ein Erlebnis hatte, wo man dann sein Verhalten so entsprechend ändert? Also zu Hause stimmt ja soweit alles. Jan und Timo, kannst du dich bitte zurückziehen? Ja? Also ich habe direkt gesehen, dass es zwischen den beiden Brüdern eine ganz gute Verbindung gibt. Das ist erstmal was Positives, aber in diesem Fall war es auch so, dass sie sich gegenseitig was ins Ohr geflüstert haben, was wir Erwachsenen dann ja nicht hören sollten. Und das ist natürlich erstmal eine komische Sache, die man hinterfragen muss. Was mich jetzt interessiert, Jan, wenn du schon mal hier bist und dein Bruder was ins Ohr flüstert, was hast du ihm denn gesagt? Ich muss das jetzt doch nicht vor allen Leuten hier sagen, oder? Warum ja gut, nicht? Aber man muss auch nicht vor allen Leuten flüstern, ne? Das macht man ja eigentlich auch nicht. Aber lassen wir es erstmal so stehen, ne? Also ich denke mal, zu Hause ist bis jetzt überhaupt nichts vorgefallen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Problem irgendwie in der Schule sein muss. Weil er verhält sich nur in der Schule komisch. Mhm. Von daher liegt es ja nahe, dass man erst mal guckt, was hat sich in der Schule verändert, hat es da irgendwelche Vorfälle gegeben. Ja, und da kreist man dann einfach ein, wo könnte das Problem liegen. Ich würde ganz gerne mal mit dir ein Spiel machen. Du bist jetzt deine Lehrerin und ich bin jetzt mal der Jan. Sollen wir es mal machen? Hast du Spaß daran? Pass auf, wo steht die Lehrerin immer? Da an der Tafel. Dann mach das mal. Und ich setze mich auf deinen Platz, okay? Und ich mache das jetzt mal so, wie du das immer machst in den letzten paar Wochen, okay? Alle Kinder packen die Bücher aus. Ne, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Ich bin ja jetzt der Jan und ich habe keine Lust, mir überhaupt von einer Frau was sagen zu lassen und ein Buch auszupacken. Dann die Mädchen. Ne, da schmeiße ich lieber meine Tasche weg und leg die Füße auf den Tisch. Hm? Was sagst du jetzt? Das ist blöd. Komm mal her, setz dich mal hier hin. Guck mal, jetzt hast du ja selber mal gemerkt, wie das ist, wenn ich der Jan bin und du guckst dem Jan ja ein bisschen zu, ne? Ich wollte dir das mal zeigen. Sag mal, was hast du denn jetzt gemerkt? Was das blöd ist? Ist schon doof, ne? Wenn man da vorne steht und die Kinder machen nicht, was man sagt, ne? Warte mal kurz. Das ist mir hier ein bisschen zu viel. Der kann doch machen, was er will. Nee. Man muss doch nicht auf Frauen hören. Doch. Nein. Ich glaube, ich muss mal mit dir sprechen. Kann das sein? Komm, wir gehen mal raus. Wartest du auf uns? Alles klar, komm mal mit.
Es ist schwierig, einen Jungen in dem Alter dann vor diesen ganzen Leuten zu befragen. Deshalb bin ich mit ihm rausgegangen und habe versucht, unter vier Augen mit ihm was zu klären. Und es hat sich auch gezeigt, dass es so auch einfacher war. Wie kommt das denn, dass du sagst zu deinem Bruder, auf Frauen darf man nicht hören und Frauen müssen aufräumen und so? Das ist ja ganz komisch. Das kenne ich ja eigentlich nur aus dem Western. Ja, er wollte ein paar Tipps von mir wissen, weil er sich in irgendein Mädchen in seiner Klasse verliebt hat. Ich habe ihm meine Tipps gegeben, die ich gut finde. Ja, dann erzähl mir mal die Tipps, die verstehe ich jetzt nämlich nicht. Man muss immer cool sein. Man darf nie auf Frauen hören oder auf generell. Was hat er denn gemacht vorher? Der hat irgendwas gebastelt. Das macht doch keiner mehr. Das ist doch uncool. Das macht man auch nicht. Also du bist also der Meinung, wenn man bei einer Frau landen will oder eine Freundin haben will, dann muss man cool sein und die schlecht behandeln und nicht was basteln? Klar. Aber jeder bastelt doch gerne was. So kriegt man aber nicht die Frauen. Wie viele Frauen hast du denn? Mehrere. Ach so. Mhm. Also pass auf, ich gehe mal wieder rein und mach mal was mit deinem Bruder. Du hast mir schon mal sehr weitergeholfen, aber ich würde an deiner Stelle meine Meinung noch mal echt überdenken. Ne? Okay? Ja. Ja. Denk mal drüber nach. Möglicherweise hat der Timo aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Filmen diese Verhaltensweise aufgeschnappt, dass er meint, Frauen wollen cool behandelt werden. Und das ist natürlich nicht der Realität entsprechend, aber der Jan hat es direkt so aufgenommen. Natürlich war es für die Aufklärung jetzt wichtig, auch zu wissen, in wen ist er denn verliebt? Um dieses Geheimnis zu lüften, will der Sozialarbeiter zunächst Vertrauen aufbauen. Da der 7-jährige Jan gerne malt und bastelt und nur damit aufgehört hat, weil sein Bruder es für uncool hielt, hofft Johannes Tondierer, den Grundschüler mit einem Bild zum Reden zu bringen. Hast du denn schon mal was gebastelt? Ja, einmal. Echt? Zum Verschenken? Für wen war das denn? Sag ich nicht. Also, pass auf, wenn du das nicht sagst, dann rate ich das jetzt mal. Du hast was gebastelt für die Marie. Mm-mm. Echt nicht? Ich habe gedacht, ihr versteht euch eigentlich ganz gut, ne? Aber vorhin habt ihr euch gestritten. Nö. Die hat meine Tasche angepackt. Ach, deswegen habt ihr euch gestritten? Weil die deine Tasche angepackt hat? Ja. Was ist denn in deiner Tasche drin? Ist da das drin, was du gebastelt hast? Ja. Zeig mal. Warte, ich gehe mal an der Seite. Sag mal, oh. Das ist ja ein Herz. Das gehört, glaube ich, mir, der Schal. Ach echt? Für wen hast du das gebastelt? Ich habe das für meine Lehrerin gebastelt. Okay, und das wolltest du ihr schenken. Und wann wolltest du ihr das geben? Weil ich die so gerne mag. Wie Lehrerin? Du kannst doch nicht in die Lehrerin verliebt sein. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Verliebtheit eines Erwachsenen. Da geht es auch nicht um Sexualität oder sonst irgendwas. Es geht einfach um den Wunsch nach Nähe. Das finde ich aber ganz nett, muss ich sagen, ne? Na sowas, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Der Einzige, der hier nicht so richtig erwachsen ist und lacht, ist sein Bruder. Aber den ignorieren wir jetzt einfach mal, ne? Ich glaube, den ganzen Unsinn hast du auch von ihm, oder? Kann das sein? Sollen wir mal nach draußen gehen? Komm, wir unterhalten uns mal. Damit sich der große Bruder nicht weiter über den 7-Jährigen lustig macht, will Sozialarbeiter Johannes Tondierer mit Jan unter vier Augen sprechen. Schließlich muss und soll sich der Junge für seine Verliebtheit nicht schämen. Mein Bruder sagt, dass man mit dem Mädchen ärgern muss. Wenn man cool ist, dann mag die Lehrerin den. Wenn man cool ist, dann mag die Lehrerin einen mehr? Habe ich aber nicht den Eindruck, ne? Also ich finde, dass man lieber schöne Sachen für jemanden machen soll. Kannst du dir vorstellen, dass du das wieder so machst wie früher und nicht so, wie dein Bruder dir das sagt? Hm? Sag mal. Ja? Natürlich muss man auch so eine Verliebtheit ernst nehmen, auch wenn die sich von der Verliebtheit eines Erwachsenen unterscheidet. Aber die Sorgen und die Nöte, die die Kinder haben, sind ja trotzdem wichtig und ernst zu nehmen. Wenn der 7-Jährige versteht, dass Verliebtsein nicht peinlich ist, kann er mit seinen Gefühlen in Zukunft offen umgehen und sich jemandem anvertrauen. Allerdings muss der Grundschüler auch erfahren, dass seine Liebe zu seiner Lehrerin keine Zukunft hat. Ich sehe schon, der Jan gib den Schal zurück. Ja. Sarah, jetzt mal ganz Mensch. Hand aufs Herz. Hat der Jan eine Chance bei dir? Na, hör mal. Warum hast du mir das denn nicht gesagt? Dann hätten wir das Ganze hier uns sparen können. Hm?
Das ist ganz lieb von dir, aber weißt du was? Ich habe schon einen Freund und der ist auch viel, viel älter als du. Hm? Aber wir können ja Freunde bleiben, oder? Dank der Hilfe des Sozialarbeiters ist der Klassenfrieden wiederhergestellt. Jan verhält sich im Unterricht nicht mehr aufmüpfig. Zwar hat er immer noch ein bisschen Liebeskummer, aber es hilft ihm, dass er mit seinen Eltern darüber sprechen kann und sich sein Bruder nicht mehr über ihn lustig macht. Die selbstgebastelte Karte, die eigentlich für die Kunstlehrerin gedacht war, hat der Schulkameradin Marie als Entschuldigung für sein Verhalten geschenkt.